meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign Ghost Demission. So, weiter geht's im Text. Wir hatten das letzte Mal hier gehackt, nachdem wir mit Wolf geschnackt haben. Wir haben von ihm angefordert gehabt, dass er die Nummer von unserem Anruf hacken kann, den Videoanruf. Der Hans kann's. Der Hans kann's. So ist das. Also, der Hans... Kann ich nicht groß machen, schade. Der Hans kann's auf jeden Fall. War leichter als gedacht. Hacken ist gar nicht so meins. Hm. Hacken ist halt... Ja, komm. Komm, machen wir mal den hier nach. Gib einen Daumen. Der Hans kann's nämlich, ne? Ja. Wenn der Hans was kann's, dann ist es das, was er kann's. Hans schreibt. Guti Hansilein. Ich muss mal ganz kurz mein Handy leise machen, dass wir hier belästigt werden. Jupp, leise. Ich habe den Quellencode der Videodatei an den Häuptling Großen Wolf weitergeleitet. Ich sehe, du hast es geschafft. Wieso kriegt er denn unsere Dateien jetzt? Das ist doch doof. Übrigens, falls Hans mal zu ausschweifend wird, schick ihm folgenden Smiley. Okay. Dann hast du deine Ruhe. Na, alles klar, danke. Mit dem werde ich schon fertig. Ach, ich mag ihn. Das ist doof, dass wir die Sachen zu Wolf geschickt kriegen gleich, ne? Das ist nicht doof. Ich hätte die vielleicht gerne mal erstmal selber reingeschaut. So, na dann. Ich schaue mir jetzt mal die Daten deines ominösen Videos mal an. Mal sehen, was ich finden kann. Melde mich. Okay. Gut, Hans, Wolf. Heißt er vielleicht auch Hans? Hm, Papa. So, endlich du Hus. Hi, Paps. Seid ihr wirklich zu Hause? Klasse. Ja, mehr haben wir nicht. Jo, gerade angekommen. Der Stau hat uns gerade noch gefehlt. Der galt mir richtig auf den Zeiger, du. Mama packt die Koffer aus und ich schaue noch ein bisschen Fußball. Das geht natürlich vor, Papa. Kleiner Pascha. Koffer auspacken kann man ja auch zu zweit, Paps. Naja, Fußball ist wichtig, hallo? Da, hier. Ja, ja. Fußball ist wichtig. Noch der lange Autofahrt, habe ich mir auch dort mal ein Beten verdient, ne? Oder was sagst du dazu? Einfach unverbesserlich. Naja. Wenn du das sagst. Vom Hafen bis nach Hause. Absolut, Paps. Ich bin da voll auf deiner Seite. Papa, ich bin da bei dir. Hat Papa eigentlich noch ein paar schöne Sachen? Ja. So, guck mal, das ist unser Popeye. So ein alten Seebär ist das. Ne, mit so einem Rollkragenpullover. Das hebt er immer on auf der Arbeit hier, als Fischer. So geil das nämlich. So, was hebt wir hier noch? Das ist die Mutter. Guck mal, das ist die Mutter. Ist auch ein Löten-Schitten der, ne? Schön nordisch hier mit so einem roten Haar. Ich seh die dort. Was hebt wir hier noch? Oh, Vater beim Rasenmähen. So tut der Vater wenigstens was Gutes, der Junge, ne? So. Dann let mal gucken. Oh, es sieht einmal auf einmal wieder alles so verschwommen aus. Ja, genau. Huch, oh Leute, nicht so schnell. Papa, der hat richtig Lust, ne? Der kennt sich richtig mit hier Multimedia-Technik aus, ne? So. Hey, danke, den Stau waren wir immer in knapp 5 Stunden unterwegs. Und Mama meldet sich schon, wenn sie was braucht. Lach nicht. Ich stehe laut deiner Mutter ja immer nur im Weg herum. Das kannst du ja wohl verstehen, oder was? Aber du musst unbedingt mal eine Kreuzfahrt machen. Man kann so viel erleben auf dem Wasser. Und dieses unendliche Wasser, sehr schön. Warte mal, ich hab da noch ein paar Bilder für dich. So, guck mal da. Da seien wir nun. Oh, Alter, das ist was für Inka. Oh! Nee! Oh mein Gott, was hast du gemacht? Nee, so geil das nicht. Was meinst du, das Foto? Ganz normal mit diesem Handy. Wieso fragst du? Vergiss es, Paps. Wirklich tolle Aufnahme, wirklich. Ich glaube, ich spinne. Wirklich schade, dass ihr zwei nicht dabei sein konntet.
Ich wäre lieben gern dabei. Ja klar, mehr und ich bin sofort dabei. Ich glaube, das ist nichts für mich, Paps. Natürlich, hallo. So, hattet ihr mal Zeit für euch, Paps? Nee. Nee. Ich will hier melden, ne? Da, definitiv. Das glaube ich dir gern. Honne, sicherlich ebenso. Sag mal, wie geht das denn? Hast du noch mit ihr gesprochen? Ja, sie ist richtig happy mit ihrer neuen WG und morgen startet doch ihr neuer Job. Ich glaube, es fällt ihr schon schwer. Ihre Mitbewohner scheint auch etwas seltsam zu sein. Ja, mach mal. Sie hat doch gesagt, das hat ihr Spaß gemacht und so und alles. Aber sie musste ausmachen, weil ihr Mitbewohner kam. Woran das wohl lag? Vielleicht ist sie auch so ein komischer Vogel. Das ist schön zu hören. Ich hoffe mal, ich finde dort ganz schnell einen Anschluss. Sonst kommt der Papa. Neue Arbeit und neue Wohnung, das ist viel auf einmal. Hanna meistert das. Das ist es wirklich. Hanna, oh, hallo. Hallo, ich will zu Hanna zurück. Genau da. Pops. Mit Sicherheit. Aber ist schon ungewohnt, dass ihr Bienen so weit weg seid. Diese plötzliche Stille und das leere Hus. Aber was ist eigentlich mit dir, mein Junge? Macht dir das Studium und die Schule noch ein bisschen Spaß? Größtenteils, auch wenn es Tage gibt, an denen ich gar keine Lust habe. Die hat man ja wohl immer. Nicht wirklich, aber manchmal kommt es eben auf das Ziel und nicht auf den Weg drauf an. Absolut, Paps, ich habe noch kein bisschen bereut. Ja, da kommt, machen wir mal. Genau, komm, das ist die ehrliche Antwort, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, die ehrliche Antwort. Ja. Lass dich doch von so einem bösen Tiefstau nicht unerkriegen. Du mockst das schon. Wir sind ganz stolz auf dich. Auf euch natürlich, ja. Bin mal weg. Modern ruft. Ja, wer Modern ruft, der muss man hin. Da lässt man die nicht warten, ne? So, Yannick. Hey, Tomji. Konntest du Gabriela noch beruhigen? Yannick, es ist so verrückt. Ich habe das Video gesehen. Gabriela sagt die Wahrheit. Der Anruf, ich habe ihn auch bekommen. Komm, wir schicken den ja auch Yannick gleich hin. Komm, da hast du hier gleich direkt Video. Wenn wir alle sterben, dann sterben wir alle gemeinsam. So Moki dat. Alter, fang du jetzt bitte nicht auch noch damit an. Es gibt keine Geister, überleg doch mal. Erst Gabriela und jetzt du. Und was soll ich da jetzt überlegen? Hä? Da hat einfach jemand großen Spaß, euch in der Nase herumzuführen. Meinst du, es ist einer von uns? Du hast nicht gesehen, Yannick. Das war nicht normal. Nein, Yannick. Ich befürchte, es steckt tatsächlich mehr dahinter. Hast du eine Vermutung, wer? Ja, komm. Machen wir so. Wir ziehen ihn jetzt richtig in unseren Bann rein, damit er das Video auch sehen will. Und dann schicken wir ihn das und dann freut er sich, dass er auch bald sterben darf. Jo, wobei so. Schick mir das Video mal. Wir machen dem Scheiß ein Ende. Nein, auf keinen Fall. Bist du dir wirklich sicher? Ja klar, wir schicken ihn das. Ja, bin ich. Jetzt mach schon. Ja, dann komm. Wupp. Viel Spaß damit. Autostart erfolgreich aktiviert. Schön. Dann haben wir jetzt erstmal Ruhe mit Yannick. Achso, da können wir mal in den Zeitpunkt Organparty. Warte mal, ich wollte in der Zeit mal... In den Zeitpunkt mal... Du gehst da mal weg jetzt. Da genau. Yannicks Geschichten mal checken. Er soll ja sehr viele Instagram-Follower haben, ne? Habe ich gehört. Folge mir auf Insta. Guck da an. Warte mal, ich mach mal ganz kurz... Ah, nee. Na, ihr könnt das ja selber machen. Ihr könnt raufgehen, dann könnt ihr also auf seine Instagram-Seite raufkommen. Einer meiner Kommilitoninen, ich habe da keine Ahnung. Ich bin Busfahrer. Leute, ich bin Busfahrer. Ich bin ein bisschen dumm. Und ein guter Kumpel.
Er ist immer hilfsbereit und höflich. Und ein Frauenschwarm an unserer Uni. Hier, Essen. Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Essen. Mit Brokkoli und so ein leckeres Steak. Das sieht lecker aus. Weiß ich ja, wo ich mal essen gehen kann, wa? So, hier mit einem kleinen Wuffel auch verzeugt. Oh, das schüttelt ein Stierbügels. Aber guck mal, hier hat auch was mit dem Knie, wa? Hier. Ja, ich kenne das ja. Kreuzbandriss, Kniescheibe raus und so ein Scheiß. Ja, hier nochmal für alle Ladies. Einmal, hier, das ist das neue Eiweißprodukt, was ich immer gerne zu mir nehme. Ja. Schön, netter Typ. Vielleicht, eventuell. So, Organparty. Was ist hier los? Ihr seid so still. Ja, die gucken, wir haben alles Video gesehen. Oh, jetzt kann er schon schreiben. Wundert es dich, so wie Cedric sich gibt? Also hat er es schon gesehen. 1831, das stimmt nicht. Schande über mein Haupt. Gabriela wurde der Gruppe wieder hinzugefügt. Verzeih mir, Gabriela. Ah, sind alles hier so richtig Sport? Außer ich, ne? Ich bin nicht. Trage zwar sportliche Klamotten, aber ich bin nicht der Sport. Aber alle sind hier sonst so. Gabriela, lebst du noch? Ah, haben wir schon nachts? Die 7 Tage sind noch nicht um. Oh Mann, macht da euch keinen Spaß mit. Ich hab mir das Video auch angeguckt. Ach, das ist ja Ruby, ne? Genau, Ruby. Jungs, könnt ihr euch nicht einmal benehmen? Leute, Gabriele hat mit allem recht. Ich habe mir das Video angeschaut. Und Yannick bestimmt auch und er will bestimmt nichts dazu sagen. Komm, sagt auch mal was dazu. Ist klar. April, April. Und dann die vor die lange Nase hier. Woop. Ghostbusters anrufen. Oh, das finde ich auch gut. Gabriela, Tom G., ihr könnt jetzt aufhören mit der Verarsche. Jetzt weißt du auch, wie es ist, wenn dir niemand glaubt, Tom G. Das ist keine Verarsche, ich sag die Wahrheit. Verdammt, Jonathan, ich verstehe es doch selber nicht. Ich fasse es nicht, dass ihr uns sowas zutraut. Echt, Jonathan, sei mal nicht so ein Arschloch jetzt. Ich traue dir so ziemlich alles zu, Tom G. Versteht ihr nicht oder wollt ihr es nicht verstehen? Tom G sagt die Wahrheit. Auf dem Video liegt ein beschissener Fluch und meine Tage sind gezählt. Das Mädchen, es kommt mich heute Nacht holen und spätestens dann werdet ihr erkennen, mit was wir es hier zu tun haben. Es reicht jetzt wirklich, Gabriela. Es gibt keine Geisterpunkt. Man sieht immer das, was man sehen will. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Falls du also Fotos von deinen Geistermädchen hast, stell sie doch einfach mal hier rein. Ja, warum nicht das ganze Video? Kann es jeder sehen. Komm, machen wir das doch einfach mal. Huch. Ach, der Professor. Ach komm, liebe Leute, wir sind doch nicht im Kindergarten hier. Das Video ist nichts als ein makaber Scherz. Gabriela, Ihnen wird nichts passieren. Haben Sie keine Angst. Wir sprechen morgen in der Universität darüber und dann finden wir auch heraus, wer dahinter steckt. Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, bis morgen. Ach, ist das ein süßer Professor, oder? Ist das ein süßer Professor. In Ordnung, Herr Krüger. Wenn Sie meinen, ich frage mich nur, wie Sie das anstellen wollen. Weißt du, man hört den gerade im Video und jetzt hört man ihn über mich sprechen. Das ist sowieso geil. Wir sammeln erstmal alle Informationen und schauen dann weiter, Tom G. Muss jetzt eh los. Jo, ich bin auch kurz off. Ich spring noch mal kurz auf meine Alte. Was? Alter, sowas doch nicht. What? Couch. Der ist ja so witzig, der Jonathan. Nora hat dich hinzugefügt. Hinzu zu was? Wer ist Nora? Hä? Hä? Werden wir jetzt herausfinden. Das ging ja schnell. Ich habe gerade deine Kontaktdaten per Mail erhalten. Du bist also mein Tutor.
Ich heiße Nora, komme aus Norwegen und bin ab nächster Woche an deiner Uni für ganze 6 Monate. Und sag mal, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du... Was? Lol, Spinner. Ups, das Gespräch war auf einmal weg. Ja, hab's gemerkt. Du sprichst ja fließend Deutsch. Ja, oh. Ja, hab's gemerkt. Okay, Nora. Nora ist neu bei uns. Alle haben sie Hunde, ne? Wahnsinn. Ich muss mir erstmal die Bilder angucken. Sorry, Leute. Das ist immer sehr, sehr interessant. Norwegen, so sieht es da aus. Sieht ein bisschen aus hier wie Kattegat, wa? Aber Kattegat wäre ja mehr Schweden, Dänemark, ne? Also, das ist ja das Meer zwischen Dänemark und Schweden. Das wisst ihr aber sicherlich alle. So, ja. Was? Langeweile, wer will mich, bin ich. Mädelsabend. Ja, schön. Okay. Ja, cool. Am Strand und so. Ja, nettes Mädel, wa? So. Hab wieder zu weit. Okay. Ihre beste Mor. Mor ist norwegisch und dänisch für Mama. So, na, viel mehr Dänisch, glaube ich, aber auch. Na, mein Lieblingslied. Norwegisch. Ich ganz klein. Ich in klein. Gut, jetzt haben wir uns erstmal für die Fotos interessiert. Jetzt interessieren wir uns mal für Nora. So. Hab hier in der Gegend nicht den besten Empfang. In Deutschland habe ich das Problem zum Glück nicht. Komm du mal nach Deutschland. Ich habe lange bei meiner lieben Tante in Hamburg gewohnt. Deshalb mache ich das Auslandssemester auch in Deutschland. Außerdem bin ich fasziniert von Sprachen. Bin mit Norwegisch aufgewachsen. Lernte dann Deutsch, Englisch und Französisch. Ja. Wow. Da musst du ja ein echtes Talent sein. Oh je. Mir reichen schon die Englisch-Vokabeln zum Büffeln. Da haben wir was gemeinsam. Ich finde Sprachen auch spannend. Ja. Das finde ich auch. Mhm. Finde ich auch spannend. Dann wird dir Norwegisch gefallen. Jek er glatt du sehr selber bu. Ja. Das heißt aber, es wird nicht, das G wird nicht aufgehört. Das heißt, je er glatt du sehr. Okay, egal. Wie bitte? Das klingt ja furchtbar. Gesundheit. Nee, komm ich nicht drauf. Nee, furchtbar klingt es nicht. Was, wie bitte? Das war norwegisch und bedeutet, ach nee, echt jetzt, das war jetzt Norwegisch. Nee, ist es wahr? Freut mich, einen gut aussehenden Tutor zu haben. Danke fürs Kompliment. Ja. Ja, warte. Ah, danke fürs Kompliment. Sorry, Nora, bin gerade auf den Sprung. Kann ich nur zurückgeben. Definitiv. Inka sitzt hier, deswegen gucke ich mal ab und an mal zu Inka und warte auf die Reaktion ab. Aber die reagiert nicht. Die hängt selber so vom Handy so. Lass dich mal. Du, sag mal, bist du eigentlich Single? Ja. Ja, sind wir aber tatsächlich in dem Spiel. Wir haben uns ja getrennt von unserer Freundin. Warum fragst du? Find's heraus. Ja. Okay, ja, ich habe mich vor kurzem getrennt. Nee, das ist auch kacke. Ich habe keinen Bock auf Weichspieler zu sein. Ich finde Finz heraus, finde ich ziemlich cool. Egal, das ist fiktiv alles. Das werde ich bald. Oh. Okay, ja, alles klar. Und wie ist das Wetter so bei euch? Ernsthaft? Ja. Der Jahreszeit entsprechen. Sommer, schön. Eiskalt. Okay, ernsthaft. Bewölkt, aber trotzdem warm und schwül. Okay, das ist vielleicht nicht die interessanteste Frage.
Ich würde gerne aber noch wissen, wie Yannick darauf reagiert hat. Welche Jahreszeit magst du am liebsten und wieso? Du stellst Fragen. Lass mal kurz überlegen. Sorry, Nora, für sowas habe ich gerade keine Zeit. Warum soll man das abweisend sein? Ich mag kalte Winter mit viel Schnee. Ich mag den Sommer am liebsten gerne über 30 Grad. Auf gar keinen Fall. Da habe ich keinen Favoriten. Den Frühling ist schön, wenn alles anfängt zu blühen. Finde ich auch. Ich mag den Herbst und die Temperatur. Aber ich bin tatsächlich mehr so ein Sommermensch. Aber 30 Grad? Nein. Um Gottes Willen. Deswegen machen wir hier Frühling einfach. Also 25 Grad, das kann bei mir reichen. Das ist denn bei mir. Dann muss, mehr muss nicht. Es kommt immer darauf an, wo du bist. Das stimmt, Tomji. Der Frühling in Norwegen ist übrigens besonders schön. Das werde ich ja dann mal bald feststellen. Überall gibt es durch den schmelzenden Schnee Wasserfälle zu sehen. Das ist so romantisch. Du bist aber noch da, ne? Erzähl weiter. Natürlich, ich lese. Warte mal. Ganz im Ernst, ich will es aber trotzdem jetzt wissen, wie es mit Yannick weitergeht. Also ich mag alle Jahreszeiten, wirklich alle. Nein. Jede Jahreszeit hat etwas, was andere nicht hat. Ach, das ist, es kommt hin, ja. Und das macht den ganzen Reiz aus. Die Sache ist, die in Norwegen hast du auch vernünftig Winter. Hier bei uns hast du keinen vernünftig Winter. Und wenn ich in der Landschaft Norwegens unterwegs bin, entdecke ich immer wieder entdecke ich immer wieder an Altbekannten etwas Neues. Okay. Ich mag es sehr. Jetzt stell du mir mal eine Frage. Eine andere Manora. Was ist deine größte Schwäche? Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Alles andere finde ich ein bisschen zu albern. Eifersüchtig, was geht uns an, ob sie eifersüchtig ist? Und was sie auf den Inseln mitnimmt, das ist so eine Larifari. Das hatten wir auch bei das kurz eine Frage schon. Internet war da die Antwort. Als Scheidungskind bin ich extrem harmoniebedürftig. Ich kann nie lange sauer sein und bin extrem nachsichtig. Meine Freunde nennen mich schon Mutter Teresa, weil ich für jeden alles mache, ohne einen Gegenpart zu verlangen. Hab dich jetzt ganz schön zugetextet. Ja, das hast du. War doch schön, ein wenig zu plaudern. Ein klein wenig. Alles gut. Das nächste Mal bist du aber dran mit Erzählen. Okay. Natürlich, bis dann, Nora. Schauen wir mal. Okay, bis dann. Farewell. Seien die auch in Norwegen der Farewell? Keine Ahnung, das glaube ich nicht. So, Mama. Ach, herrje. Diesmal spreche ich nicht die Mama so wie bei 7, weil da habe ich sie extrem männlich. Da habe ich keinen Bock drauf, weil das tut in der Stimme weh. Grüß dich, mein Schatz. Ich hab mal wieder ein Fernweh. Ach so. Das sieht schön aus. Gott, Mama, was schickst du mir da? Hä, was ist denn da los? Das ist doch ein schönes Bild. Was meinst du? Das war an Bord. Nicht schön? Seltsam, da war. Vergiss es, Mama. Geht das gut mit den blöden Schienen? Ja, keine Sorge. Lea ruft nur gerade an. Tschüss. Stimmt ja gar nicht. Hat Lea uns nicht auch gerade geschrieben? Liebe Grüße, bis dann. Okay, war da nicht irgendwas mit Lea gerade? Nee, überhaupt nicht, ne? Oder hat die einfach nur, warte mal, hat die einfach nur neue Fotos hinzugefügt? Das war ja bei Duskwood immer, haben die es immer gerne aktualisiert. Und hier in diesem Fall, wir hatten Lea uns noch gar nicht angeschaut, oder? Nee, hatten wir noch nicht, weil wir es noch nicht konnten, genau. Ja, das wird so ein bisschen rundschaumäßig hier am Start sein hier gerade.
Jümmes jübbelig, tu weg, Lara Croft, hulden Sappel! Das war der Hund, der hat gebellt. Und da heißt er hier im Spiel, heißt er ja Lara Croft. Finde ich auch cool. So. Ach so, genau, da. Bitte erzähl ihm nichts von mir. Lass dir irgendetwas einfallen. Ach so, genau. Wenn ich mir dann lebe, dann... Und Tomji. Das mit dem Kuss tut mir leid. Pass bitte auf dich auf. Hä? Ach so, Gabriela, bist du da? Da sind wir jetzt hin. Gabriela, bist du da? Ja, ist es wichtig? Bin noch an diesem Symbol aus dem Buch dran. Es ist, wie du sagtest. Ich sehe auf einmal ganz seltsame Dinge. Das habe ich befürchtet. Achso, das habe ich befürchtet. Jetzt geht es bei dir auch los. Das ist das Mädchen. Ich habe das Mädchen aber noch nie gesehen. Und es wird von Tag zu Tag schlimmer. Aber ich bleibe weiter dran. Ich melde mich. Okay, bitte sei vorsichtig und pass auf dich auf. Bis später. Oh, oh, das Mikrofon. Entschuldigung, das war bestimmt ein nerviges Geräusch gerade. Flop. War es das letzte Mal, dass wir was von ihr gehört haben? Tayo, den hatten wir ja so ein bisschen Latino gesprochen. Hey, Tommy Jidomi. Er braucht immer diese Hilfe. Der Typ mit diesem Tonstudio macht den nichts hier ohne Vorkasse. Ich sehe mir echt unangenehmer, aber ich bin die Karte Blanke. Meine BAföG ist ja morgen auf dem Konto. Ach, jetzt willst du Kohle haben, hä? Huh? Kannst du mir 5 oder noch besser 10 Pixel borgen? Kriegst du später bis morgen zurück mit der Zinse. Ich gebe dir 5. Ach komm, hier hast du 10. Sorry, bin gerade sehr kommen hier in 10 und dann hast du's. Wow, vielen Dank. Gracias. Kriegst du auf jeden Fall, wie versprochen, mit dir einen Bonus irgendwie zurück. Okay, sind wir hier durch mit Tayo? Weil jetzt interessiert mich Yannick tatsächlich. Du hattest recht. Irgendwas geht hier vor. Ich habe auch den Anruf bekommen. Was ist das für ein kranker Mist? Es war ein großer Fehler, dir dieses Video zu schicken. Du hättest mich nicht überreden dürfen. Ich weiß es selbst nicht, aber irgendwas ist selbst... Ja, du hättest mich nicht überreden dürfen. Guck mal, jetzt, wir wollten ihn das ja schicken. Und jetzt machen wir umgedrehte Psychologie. Wir wollten ihn das ja unbedingt mal schicken, damit er es auch sehen kann. Und damit er auch ein bisschen Lala im Kopf ist. Und jetzt machen wir umgedrehte Psychologie. Jetzt sagen wir zu ihm, du hättest uns nicht überreden sollen. Hm? Mach dir keinen Kopf, das war meine Entscheidung. Ich glaube nicht an Geister, aber verdammt. Ich habe echt übelste Gänsehaut. Erst das Video, dann dieser Anruf. Das ist so verrückt. Wir sollten das Video vorerst nicht weiterleiten. Wir finden morgen früh gemeinsam raus, wer dahinter steckt. Ich hoffe, der Prof liegt richtig mit seiner Vermutung. Ich muss das alles jetzt erstmal verdauen. Wenn irgendetwas Außergewöhnliches passiert, melde ich mich. Das wird dir jetzt die ganze Zeit passieren, lieber Yannick. So. Kinderchen da draußen. Wolf, okay. Den Wolf machen wir beim nächsten Mal. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich fand's mega spannend, irgendwie gerade auch, dass wir hier die Nora hier nochmal kennengelernt haben, ein bisschen mit der Klönsnack konnten. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Freunde.